Hallo Löwenrudel, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wir sind noch im Turm und sollten mal nach oben kommen, um unseren Attentäter zu finden. Und ja, wir fangen genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich würde sagen, wir gehen durch die Tür und schießen erstmal. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, mal schauen. Spacig. Ich finde ein Geländer hier noch nicht schlecht. Alles klar. Hey, ich glaube, er ist hier rein. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Geh du doch. Beweg deinen Arsch da rein. Nessana bezahlt dich nicht fürs Rumstehen. Na Quatsch, gut, oder? Aber ich... Oh, ja, war ja klar. Ich werfe sie um. Ich frag mich halt wirklich, warum ich so wenig aushalte. Das kommt mir nicht so vor, als würde ich oft getroffen werden. Okay, geht's mal nach vor, bitte. Komm, macht den fertig, ihr steht's gerade direkt davor. So muss es sein. Okay, dann. Also jedes Mal, ne, wenn ich mit Q und E sagte, sollen angreifen, haben sie auch eine Spezialaktion gemacht. So muss es sein. Als würden sie es sonst nicht tun. Also es wirkt gerade irgendwie so. Was haben wir eigentlich hier? Ja, sieht schon imposant aus, muss ich schon sagen. Oh, hier gibt's mal... Geht's überhaupt raus? Okay. Ja, nee, warte mal. Wow. Ich komm schon hin. Okay, wir haben jetzt hier also zwei Wege. Oh, ich. So, Leute, kommt's mal hier hin, bitte. Danke. Ja, wo seid's denn? Alles klar. Bleibe Ziel an. Aber ein Ziel gefunden. Okay, habt ihr es? Dabei. Bestätige! Werde den Schuss ausführen. Ich möchte jetzt doch mal durch die Tür gehen, weil ich glaube, das ist einfach ein anderer Weg. Wo ich vielleicht... Ja, okay, wow. Oh shit. Einigkeit, bitte, danke. Wieder nichts ausführen. Schon unterwegs. No, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Fuck. Wow, hier ist ja noch was. Oh, hallo. Verstanden. Es lief jetzt taktisch natürlich überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Noch einer. Okay, Scharfschütze. Haben wir da? Ja, wir haben Munition. Sehr gut. Komm, geh mal da zur Seite, bitte. Ich möchte mal kurz ein Foto machen. Wir haben jetzt immer noch nicht 10 Schuss, oder? Ja. Das ist ein bisschen bescheiden. Medikit. Jetzt sind wir mal auf 5. Oh. Okay, dann machen wir dann die Scharfschütze fertig. Eins. Oh Gott, zwei in einer Reihe.
Da kommt sie jetzt. Ja, toll. Und natürlich keine Munition mehr. Sind das jetzt alle gewesen? Gut, da geht schon mal weiter. Ich schau mal, ob wir hier noch was haben. Da sehe ich auch schon was. Sind das die Dinge, die wir mal zerbrechen? Ja, Tatsache. Cool. Energiezellen. Oh, Shirley Buff. Präzisionsgewehr Viper. Das kann ich auch nutzen. Nice. Okay, Terminal. Irgendwas mit viel Weiß. Haben wir mal da. Und grün und blau noch. Irgendwo weiter oben. Ich sehe es nicht. Hier. Give me the money. 4200. Ja, gut. Haben wir da nicht haben. Mega schräge Baustelle hier. Da ist noch Munition. Kann ich da hin? Kann ich da hin? Kann ich da hin? Ja, bringt aber nichts. Und da jetzt ein Aufzug. Und ist das jetzt schon die neue Knarre? Hat er die jetzt automatisch genommen? Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentierteller. Vor allem, wenn jemand in dem Aufzug ist. Wir sollten hinter irgendwas Deckung suchen. Ja, ich nehme mal das hier. Mezzanin, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Und? Surprise! Taktische Tarnung, du machst mal das bitte. Oh fuck, wir müssen ihn fertig machen. Ne, fast kein Leben mehr. Was, welche Drohne? Wow, 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 wow. Das ist unfair. Ach, das Ding. Ja, ist immer noch da hinten. Okay, wir gehen mal auf die schwere Waffe. Einfach damit es schneller geht. Okay. Nummer 2. Oh, überschwärmender Schuss. Ja, nicht mehr. Also die schwere Waffe, die hat es ganz schön in sich. Oh, die Tür habe ich ja ganz übersehen. Gehen wir mal wieder auf das da. Oh, muss natürlich wieder hacken. C, C. Widerstand, Widerstand. C haben wir da oben. Das war, glaube ich, hier. Ja, genau. Nice. Bitte, töten Sie uns nicht. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Hey, sieh mal. Die gehören nicht zu Eclipse. Sie sind doch hier, um uns zu helfen, oder? Eigentlich nein. Ich bin ehrlich. Ich suche jemanden und Sie sind es nicht. Aber ist es denn sicher, rauszukommen? Ist Ihnen jemand verdächtig vorgekommen, der kein Söldner ist? Naja, der Typ, der uns hier eingeschlossen hat. Als er uns gefunden hat, dachte ich schon, jetzt sind wir tot. Aber er hat nur die Tür zugemacht und uns eingesperrt. Sie eingesperrt? Dann wollte unser Attentäter sie anscheinend in Sicherheit bringen. Attentäter? Wegen Nassana möchte ich wetten. Die hat's schon lange verdient. Wenn man Leute so behandelt, rächt sich das irgendwann und du wirst in den Arsch gebissen. Da ist tatsächlich was Wahres dran, aber warum eingesperrt? Sie hätten doch einfach gehen können, wenn es er schon bis da oben hin geschafft hat, oder? Ja, machen wir Arbeiter. Wie viele Arbeiter waren im Turm? Sind da noch mehr von ihnen? Nicht lebend. Wir hatten Glück. Nun, einige sind rausgekommen, bevor die Hunde losgehetzt wurden. Vielleicht verstecken sich noch irgendwo ein paar.
Haben Sie den Mann gesehen, der Sie eingesperrt hat? Wissen Sie, wohin er gegangen sein könnte? Er ist kein Salarianer. So viel steht fest. Aber wo er hin ist, weiß ich nicht. Tut mir leid. Wenn er hinter Nasana her ist, muss er in die oberen Etagen. Ja, so viel wissen wir schon. Ansonsten habt ihr was Neues zu Nasana, was wir nicht eh schon wissen? Sie sind wohl nicht direkt ein Freund von Nasana. Sie ist keine Frau, für die man gerne arbeitet. Das ist eine Untertreibung. Wir müssen ewig lange schuften, bekommen aber keine Überstunden bezahlt. Und so sieht dann die Bezahlung aus. Sie ist unangenehm, um es vorsichtig zu sagen. Warum kündigen Sie nicht einfach? Das würden wir, wenn wir könnten. Was hält Sie davon ab? Unser Vertrag. Wir müssen bleiben, bis der Auftrag erledigt ist. Kündigung aus beliebigen Gründen gefährdet die Gesundheit. Wir haben gehört, dass jeder, der vorzeitig geht, einfach verschwindet. Kann aber auch nur ein Gerücht sein. Aber wer will schon rausfinden, ob es so ist? Warum nimmt man dann sowas überhaupt an, wenn man weiß, dass es so ist? Okay, ja, zum Turm noch. Ich muss zu Nasanas Penthouse. Was ist der schnellste Weg? Momentan geht nur der Lastenaufzug darauf. Da oben wird gearbeitet. Seien Sie vorsichtig. Einige Außenwände stehen noch nicht und es geht ziemlich tief runter. Und kalt ist es auch. Ich arbeite ungern dort oben. Okay, alles klar. Ich werde nicht hierbleiben. Auf den unteren Etagen ist es sicherer. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Los, wir gehen! Danke. Und sagen Sie Ihrem Attentäter, er soll auf den Kopf zielen. Ein Herz hat sie nämlich nicht. Beweg dich! Ah, coole Aussage. Was? Warum abtrünnig? Ah, warte mal, verstehe ich es halt schon nicht. Okay. Schaut, ob wir noch mehr von dem finden. Ja, dann fahren wir nach oben und ich wette, da oben gibt es ein kleines Komitee, was uns Halle sagen wird. Kommt sie rein? Ich mach's einfach. Ich habe nichts mehr von den Teams 4 und 5 gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge. Hallo. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Verdammt! Haben Sie den Attentäter gesehen? Warum suchen Sie nach ihm? Sie gehören nicht zu Nasanas Söldnern. Wer sind Sie? Sagen Sie mir, wo der Attentäter ist. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig. Meine Leute sind gleich da hinten. Die machen Sie dann sowas von fertig. Ja. Wie klingt das wohl, wenn Sie da unten aufschlagen? Und werden Sie das Geräusch vor Ihrem Tod noch hören? Ich, okay, also gut. Mein letzter Stand ist, dass der Attentäter auf dem Mezzanin war. Aber die Teams auf der Brücke dachten auch, sie hätten ihn gesehen. Genau weiß es keiner. Verschwinden Sie von hier. Geh schon. Aber fällt er uns jetzt nicht... Jeder andere hätte ihn getötet. Ja, ich weiß nicht. Aber dass ich jetzt abtrünnig gekriegt habe, das war natürlich klar. Aber ob er das jetzt wirklich so empfindet, dass er uns was schuldet? Oh, Datenpad. Das Datum steht deine Liste mit genetischen Informationen über die Familie Kirosa. Hm. Links oder rechts? Ich gehe mal rechts. Oh, das sieht nach... Das sieht nach Willkommenskomitee aus. Hallo! Praktisch überall. Wie meinen Sie das? Wir haben von mehreren Etagen berichtet. Ja, direkt auf den Arsch. Ah, komm jetzt. Einer weniger umwählen. So muss es sein. Das hat gesessen. Guter Schuss. Also die neue Scharfschützenknarre überzeugt mich noch nicht so sehr. Das Auto. Unterwegs.
Nein, nicht dahin gehen. Ja, okay. Jetzt von mir ist da vorne hin. Wow, die hält was aus. Was bist du für eine? Naja, so viel zum Aushalten. Kommt's mal wieder zu mir bitte? Ich bin hier. War das jetzt alles? Wo sind denn alle hin? Oh. Würde mir bitte irgendjemand Bericht erstatten? Ah, bevor wir dahin reingehen. Ich dachte Antwort eigentlich, wir müssten. Ja, gleich. Wir haben hier noch eine Tür. Ja, jetzt. Okay, ich wette mal, da drin sind noch die Arbeiter. Sieht zumindest so aus. Hau mal auf hier. CC, Widerstand. Ah, CC, glaube ich, war das. Widerstand, Widerstand. Und einmal so. Sind hier drinnen alle in Ordnung? Zurück! Zurück oder ich schieße! Ganz ruhig. Tun Sie nichts, was Sie später bereuen könnten. Ich will Sie nicht verletzen. Aber ich werde es tun. Zurück, habe ich gesagt. Ich tu's. Bitte, zwingen Sie mich nicht dazu. Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Wie heißen Sie? Ich bin Telon. Kommen Sie nicht näher. Telon, ich bin Commander Shepard. Ich arbeite nicht für die Söldner und will ihnen nichts tun. Ich bin hier, um zu helfen. Okay. Hier. Mir geht's nicht so. Telon! Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist. Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Ich war's nicht. Und Ihr Bruder wohl auch nicht. Nein. Telon stand hier neben mir. Was genau ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt, wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen. Und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Telon hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind Sie aufgetaucht. Ein perfekter Kopfschuss ohne Kollateralschäden. Sehr beeindruckend. Ich suche jemanden. Vermutlich den Typen, der diesen Söldner getötet hat. Telon dachte, er hätte jemanden gesehen, der uns folgt, aber er ist ein wenig angespannt. Ich habe außer den Söldnern niemanden gesehen. Ist die Brücke der einzige Weg zum Penthouse im anderen Turm? Von hier aus? Ja. Das wird aber nicht einfach. Auf der anderen Seite patrouillieren Söldner. Wovor Nassana sich auch versteckt. Es muss ziemlich furchteinflößend sein. Naja, das ist relativ in dem Spiel. Ja, die Brücke noch. Wie sicher ist die Brücke da draußen? Die Brücke ist stabil. Aber das eigentliche Problem ist der Wind. Wenn der sie nicht runterstößt, werden es die Söldner definitiv auch versuchen. Die laufen da draußen in Massenraum. Hier oben sind immer noch Söldner. Sie sollten in die unteren Etagen gehen. Dazu müssen Sie mich nicht lange überreden. Telon, komm schon, steh auf. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja, wir verschwinden von hier. Danke. Eins ist mir noch unklar. Wenn der Söldner da erschossen worden ist, warum? Was sie dann eingesperrt? Dann mal wieder hacken hier. Schwierig. Ich seh's nicht. Ah, da. Und einmal grün. Hier. Sehr gut. 6000 Credits. Ja, dann werden wir uns mal kurz ankündigen. Wobei zuerst. Wer geht's hin? Und Bruder braucht Zeit. Was ist da unten los? Ich fürchte, Ihre Männer können im Moment nicht antworten, Nassana. Verdammt! Okay. Oh, meine Schilde sind unten. Nicht mehr.
So, bitte einmal angreifen. Dankeschön. Gehören alle mir. Nein, nichts, Körner. Ah, da hinten sind die anderen. Ja, direkt auf was? Den Arsch. Was war das jetzt? und warum fliegst du? Das. Was war denn das jetzt? Okay. Nein, dieses Spiel hat keine Bugs. Au, das tat weh. Ich bin dabei. Verstanden. Okay, ich glaube, wir holen jetzt hier mal die dicke Wumme raus. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Hä? Moment mal. Ihr sagt dicke Wumme. Hallo. Also, gib mir jetzt meine dicke Waffe. Na toll. Jetzt habe ich meine dicke Waffe. Aber natürlich ist keiner mehr da. So, ist es jetzt besagte Brücke hier? Nein. Wir sind hier irgendwo draußen. Das funktioniert nicht so wie geplant. Was? Nein, oder? Oh, nö. Ja, war ja klar. Fortfahren. Bitte lass es nicht so weit zurück sein. Oh, danke schön. Danke, Spiel. So, ihr zwei folgt mir. Dann werden wir davon gerade mal... Nö, Waffentasche brauchen wir nicht. Gerade mal in Deckung gehen. Echt, vor allem die mit dem Schild erwischen. Wow. Halt, geh runter. Okay, jetzt bleiben wir erstmal hier unten. Das wird ein harter Treffer. Sehr gut. Verstanden. Boah, was helfen die aus? Und unten bleiben. Ich bin dabei. Yeah. Okay, kaum noch Munition. Das, glaube ich, war ein Fehler, dass ich das jetzt schon gemacht habe. Ich hoffe, so ein Big Daddy oder so kommt nicht nochmal vorbei. Ach, da. Okay. Hier. Damit lässt sich was anfangen. Oh, mehr Schaden. Sehr gut. Ein PDA. Okay, das Blau sehe ich gerade nicht. Okay. Also ich weiß nicht, die Art von Rätsel, die finde ich meh. Gerade so mein Fall. Und da ist die Brücke. Sie haben uns gesehen. Mir ist egal, was ich tue, aber niemand überquert diese Brücke. Oh, macht sie fertig. Auf den Boden, verfahren. Okay, das war einfach. Aber ich sehe jetzt auch gerade das mit dem Wind. Was für ein Impact hat das jetzt auf den Kampf? Kein, so wie es aussieht. Ist das echt alles? Ah, ne. Ist es nicht. Ich bin dabei. Bestätige. Ja, okay. So, mach sie fertig. Okay, war das. Jetzt sowas in der Art wie ein Boss-Battle erwartet. Legt sie einfach um! Oh, da brauchen wir mal Scharfschützengewehre.
Ass ist gemein. Nummer 1. Na komm. Sehr gut. Ich werfe sie um. Ah, ist wieder so ein Big Daddy da hinten. Sie sind durch meine Schilde durch. Wir kommen auf das Ziel. Jill, bitte komm wieder. Dankeschön. Sehr gut. Das dürfte es gewesen sein, dann kann man jetzt endlich in den ersten Turm. Wofür zum Teufel bezahle ich euch eigentlich? Ja, gute Frage. Nicht für das. Verteidigung ist nicht gut, wenn hier ein 3-Mann-Team rein kann. Was ist das für eine Waffe, was du da hast? Den drei Dingern da. Schicke Verstärkung. Wir wechseln mal auf das hier. Wo ist sie? Macht sie endlich fertig, verdammt! Oh, hallo, auch gleich zwei von euch. Werde den Schuss ausführen. Aber ein Ziel gefunden. Fuck. Ich komm schon jetzt. Kommt drauf, bitte! Mann! Okay, gut. Danke. Was ist denn das für ein Tanz? Ah, Mann. Okay, dann gehen wir einmal hier rüber. Viel Goodies, aber ich hab's keine. Gut, wie schauen wir aus? Munition, schwere Waffen haben wir fast gar nichts mehr. Ansonsten eigentlich okay. Und Attentäter? Shepard? Aber sie sind tot! Es geht mir schon besser. Und jetzt sind sie hier, um mich zu töten. Tatsächlich wäre es gar nicht mal so doof für das, was du so angeblich tust, aber nein, bin ich eigentlich nicht da. Ich bin kein Attentäter, Nassana, aber ich suche jemanden mit diesem Beruf. Sie brechen hier ein und radieren meine Sicherheitsleute aus, nur um die Person zu finden, die hier ist, um mich zu töten? Was ist das für ein Spiel, Shepard? Was? Ich habe was gehört. Verdammt, die anderen Eingänge überprüfen! Sie bleiben, wo sie sind. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden sie und ich... Wer? Beeindruckend. Sie wissen, wie man einen ordentlichen Auftritt inszeniert. Ich habe einen weiten Weg hinter mir, um mit Ihnen zu reden. Einen Moment noch. Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Sie war mit Sicherheit böse. Nicht für sie, für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir sie zum Beispiel. So viel Zerstörung, Chaos. Ich war neugierig, wie weit sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Moment, das heißt, wir hätten uns eigentlich früher treffen können, aber du hast uns so getestet?
Ja. Woher wussten Sie überhaupt, dass ich kommen würde? Wusste ich gar nicht. Bis Sie durch den Haupteingang gestürmt sind und das Feuer eröffnet haben. Nassana war völlig paranoid. Sie haben gesehen, wie viele Wachen sie hatte. Sie glaubte, eine ihrer Schwestern würde sie töten. Sie waren eine wertvolle Ablenkung. Na, Mistkerl, würde ich jetzt nicht sagen, das passt nicht. Aber ja, ich will ihn im Team haben. Kommen wir zur Sache. Ich brauche Sie für eine Mission. Ach ja? Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Sie verschleppen ganze Kolonien der Menschen. Freedom's Progress war Ihr Werk. Verstehe. Wir sind hinter Ihnen her. Ein Angriff auf die Kollektoren bedeutet einen Sprung durch das Omega-4-Portal. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Mein Schiff wird das erste sein. Ich soll also Menschen beschützen, die ich nicht kenne, vor Aliens, über die niemand etwas weiß, an einem Ort, von dem noch nie jemand zurückgekehrt ist? Das trifft's ungefähr. Das hier sollte mein letzter Job sein. Ich sterbe. Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung ihrer Kolonisten hingegen schon. Sie sterben? Es ist ansteckend. Wie lange haben Sie noch? Wenn Sie daran interessiert sind, können wir an Bord Ihres Schiffes darüber sprechen. Es ist nicht ansteckend und beeinflusst nicht meine Arbeit. Ja, da würde ich gern mehr drüber erfahren. Also wir werden mit ihm auf alle Fälle noch reden. Einem geschenkten Attentäter schaut man zwar nicht ins Maul, aber warum liegt Ihnen etwas an den Kolonisten? Sie sind doch unschuldig, oder? Wie alle Opfer der Kollektoren. Das Universum ist ein finsterer Ort. Ich möchte vor meinem Tod noch etwas Licht hineinbringen. Viele Unschuldige sind heute gestorben. Ich war nicht schnell genug, deshalb mussten sie leiden. Und dafür muss ich Buße tun. Ich werde für sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Okay, also er hat auf alle Fälle einen starken Glauben, so wie ich das jetzt raushöre. Mal schauen, ob wir jetzt auf dem Schiff sind und wir ein Briefing haben. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären Sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Was für ein Problem? Seine offenbar auch nicht. Er verlangt nichts für diese Mission. Was befürchten Sie? Ich mag Söldner nicht. Und ein Attentäter ist nichts anderes als ein Söldner, der besonders präzise arbeitet. Ein Attentäter ist eine Waffe. Eine Waffe tötet nicht von selbst. Das erledigt der, der sie führt. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Er macht einen höflichen Eindruck. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er dürfte sie überraschen. Ja. Oder auch nicht. Kriegen wir hier noch ein Problem? Okay. Ich möchte auf alle Fälle mit ihm nochmal quatschen, weil das mit dem Sterben wird mich jetzt nochmal interessieren. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir auch mit Garrus endlich reden können. Also, Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, wie jedes Mal, wenn ich aufs Schiff komme. Nee, aber schaue ich mir jetzt nicht an. Tane, Deck 3.
Cool. Life Support hier drin. Tatsache. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wir hatten ja bisher noch keine Gelegenheit dazu. Als wir Sie getroffen haben, sagten Sie, Sie würden sterben. Ja. Ich dachte mir schon, dass Sie mehr darüber wissen wollen. Sie müssen sich um den Rest der Crew keine Sorgen machen. Meine Krankheit ist nicht ansteckend. Nicht mal für andere Drell. Sie heißt Kepral-Syndrom. Können wir hier etwas tun? Die Krankenstation der Normandy ist auf dem neuesten Stand. Nein, danke. Ich bin bereits in Behandlung. Und wenn die klügsten Mediziner des erleuchteten Primats der Hanna das Problem nicht lösen können, bezweifle ich, dass ihr Schiffsarzt dazu in der Lage ist. Danke für Ihr Mitgefühl. Glauben Sie mir, es wird meine Leistung nicht beeinflussen. Also wenn das so heißt mit dem erleuchteten Primat, dann mache ich mir aber ernsthaft Sorgen. Das solltest du auch schon mal bei uns vorbeigucken. Ich würde aber gerne noch mehr quatschen. Das kann ja nicht alles sein. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Später. Ich möchte erst darüber nachdenken, was wir bereits besprochen haben. Hey. Ich muss jetzt gehen. Ja, dann. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Muss ich hier erstmal alle rekrutieren, bevor ich hier meinen Spaß haben kann? Garrus. Ah, Garrus ist auch hier. Okay, Crew Quarters. Gehen wir mal nach vorne hin. Was nee, halt. Denn? Der Kontakt zu New Kent ist abgerissen. Möglicherweise die Kollektoren. Ist Ihre Familie rausgekommen? Port Observation? Ich weiß es nicht. Es gibt noch Man's Restroom. Boah, das ist ein einziger Irrgarten hier. Ah, hier, okay, alles klar. Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Ja. Wäre ich nicht zu Cerberus gegangen, hätten mich die Kollektoren inzwischen verschleppt. So, Garrus, hast du jetzt ein bisschen mehr zu sagen? Shepard, brauchen Sie was? Die Upgrades. Das ist, glaube ich, neu, oder? Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades bei den Waffensystemen der Normandy sinnvoll wären? Ein paar schon. Hier, sehen Sie mal. Oh. Betrachten. Ja, das machen wir mal. Ach, und dann geht er gerade wieder direkt raus. Ja, okay. Gut, Shepard, ich möchte gerne mit ihm reden. Brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Ah, macht danach wie vor nicht. Später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ach, Garrus. Lass uns doch mal ein Bier trinken gehen oder sowas. Ja gut, liebe Leute, das war's erstmal für die Episode. Wir werden dann später mal ins Tagebuch gucken, ob wir jetzt nochmal runter müssen auf dem Planeten. Weil das kann es ja nicht gewesen sein. Da waren ja noch ein bisschen mehr Sachen zu tun. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also, bis denn dann. Tschüss.